So, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar hat ApoRed sich einen weiteren neuen Wagen gegönnt, und zwar den BMW i8. Ich persönlich habe den BMW i8 auch noch nicht so gut kennengelernt, beziehungsweise ich habe mir noch kein Video darüber angeschaut oder so. Ich weiß auch gar nicht, wie der drin aussieht oder. Ich würde mal sagen, wir schauen uns einfach mal das Video an und ja, let's go. 12 am Start, liebe Freunde. Aber wir haben lange genug getalkt, Digga. Ich zeige euch den Wagen. ApoRed. Mein neuer Wagen 3.0. Du Freunde, wir machen aber jetzt hier kein Carporn oder so. Wir machen das wieder ganz spontan. Also mein neuer Wagen 3.0, damit meint er, also er hat sich ja noch den S63 gekauft und der andere war dieser, weißt du, Range Rover oder Land Rover oder was war das nochmal? Wir wollen also auch den Hasen nicht zu groß machen, auch wenn wir hier schon einen brutalen Wagen haben an sich. Meiner Meinung nach der geilste BMW, den es gibt, und zwar den. Jetzt ich verdecken. BMW i8, liebe Freunde. Sieht man, ich hoffe, man sieht es nicht. BMW i8, liebe Freunde, ist einfach optisch eine der brutalsten Autos. Ich rede aus Erfahrung und ich rede aus der Praxis. Dieser Wagen, Freunde, wenn man S63 daneben steht, die Leute schauen nur auf den i8 und nicht auf den S63, obwohl der S63 sogar viel teurer ist, Digga. Darf man auch nicht vergessen. Schau mal den Wagen mal von der Seite an. Also das Ding ist ja, ich meine, i8 seht ihr auch nicht einfach so. So oft auf der Straße, ein S63, ein C63, diese Autos sind schon mittlerweile echt ausgelutscht. Ich meine, die fährt doch jeder zweite. Ein BMW i8 ist auf jeden Fall nicht so oft. Zum Wagen an sich, ne? Wir haben hier einen Wagen, mega viel Leichtbau, ist ein mega leichter Wagen. Ne? Wir haben hier nochmal 20 Zoll Felgen im Turbinen-Style. Ne? Es gibt auch noch andere 20 Zoll Felgen, aber das ist die geilere Variante, sag ich mal. Guck mal hier. Oh, Budi. Lamborghini oder was? Nein, das ist ein ja, auch richtig geil aus, ne? Heck. Kennzeichen verdecken, Digga, damit keine Augen macht. Also, Heck, Freunde. Richtig geile Heckleuchten. Sieht richtig böse aus, gerade auch bei Nacht und so. Ich sag's euch, dieser Wagen ist Psychopath. Ne? Zur Leistung, er hat, soweit ich weiß. Also, meiner Meinung nach, das Heck ist echt geil. Schauen wir noch mal kurz drauf. Aber das Einzige, was mich jetzt stört, ja, der hat keine Endrohrblenden. Ich meine, wenn es auch nur zur Show ist, muss ja keine Funktion haben, aber das gehört meiner Meinung nach einfach dazu. Ich meine, wenigstens ein paar Rohre dahin. Naja. Zur Leistung, er hat, soweit ich weiß, 360 PS, 362 oder so. Guck mal, ich habe ja nicht mal schon so viel Ahnung über Autos. Ich habe nur so grob, sag ich mal, ne? Der Kia Sportage überrascht immer wieder. Aber da gibt es echt Leute, die denken, das ist ein Elektrofahrzeug. So auf komplett gar keine Ahnung. Das ist ein Hybrid, Freunde. Hybrid heißt, er hat einen Verbrenner und einen Elektromotor. Das ist ein Hybrid. Ganz einfach. Das heißt, ich fahre ihn ganz normal auf Benzin, aber auch auf Elektro. Ich kann ihn auch ja, aufladen, ne? Mit der Zapfsäule oder so. Aber ich fahre ihn meistens auf Benzin. Hat wie gesagt 362 PS. Klingt erstmal nicht so viel, was, aber ist es viel? Dafür, dass der Wagen so wenig wiegt, also der ist wirklich verdammt schnell. Also bei dem Wagen wurde auf jeden Fall echt Material verwendet, damit der Wagen komplett leicht bleibt. Guck mal, hier überall auch Carbon, einfach auf Krampf, auf lustig. Ich finde aber das Einsteigen, muss ich sagen, bisschen schwierig, liebe Freunde. Also, ich mache mal ein kleines Tutorial, okay? Seid ihr ready? Seid ihr ready, okay? Ich bin gleich sicher. Also bevor der hier einsteigt, schon echt stabil, der hat sich den Wagen ja gekauft. Den S63 hat er auch gekauft. Und ja, den Range Rover hat er auch gekauft. Also echt stabil, kein Leasing oder so. Ja, kann man sehen, wie man will. Eigentlich relativ hoher Wertverlust, dann noch so viele Autos. Ja, eigentlich lohnt sich da schon Leasing mehr, aber ja, je nachdem, jeder wie er mag. Ich meine, ich habe mein Auto auch gekauft. Damit muss man halt leben. Ich halt so. So als 1,88 Meter Riese wird es nicht so einfach, aber meine Taktik ist so. Hier ist der Griff, na, mit der rechten Hand. So, jetzt mit den Yeezys, zack. Und dann ist es so ein smoothes Ding, okay? Hier mit der linken Hand abstützen, leicht runter und dann zack. Vertraut mir, es ist echt nicht einfach. Man braucht die Technik, Digga. Weil man darf nicht wie ein Opfer aussehen, wenn man da einsteigt, Digga. Okay, machen wir eine kleine Heckansicht. Ja, so ist schon gut. Okay, zeig mal, wie man hier einsteigt. Mit einer Kamera. Du klärst das schon. Ja, meine Taktik ist schon echt die heftigste. Also,
sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, bei dem Wagen ist es ähnlich wie beim Porsche 911. Er hat hinten noch zwei Sitze. Wer die benutzt, der tut mir leid. Da ist echt gar kein Platz vom Ding. Also sehr wenig Platz. Das ist so ein Ding. Krampf, sein Onkel, Beine tun weh. Kofferraum war auch hinten. Ist aber so klein, brauche ich gar nicht mehr zeigen. So ein Ding ist das. Okay, wir starten den Motor. Der startet natürlich erstmal mit einem sehr brachialen Sound. Hört mal. Die gehört, der ist gerade angegangen. Wir fahren jetzt, Freunde. Guck mal, wie laut. Hört ihr? Guck mal, Freunde. Oh mein Gott, er lenkt von alleine. Guck mal. Spaß. Hat doch gegangen. Okay. Liebe Freunde, erstmal schneiden wir uns an, Digga. Also, guck mal, jetzt startet der Verbrenner. Ab. 50 km etwa. Hört man jetzt den Sound? Den Sound an sich hat er nicht so viel, er hat so einen Sound. Das ist geil, das wusste ich auch nicht. Also der fährt so bis 40, 50 auf dem Elektro. Ja, zum Beispiel in der Stadt oder so, um zum extra zum Anfahren. Und dann schaltet er auf Benzin um. Ist schon geil. Ich glaube auf der Landstraße und so ist es auch so. Dann fährst ab 50 oder so auf Benzin. Schon auch sinnvoll irgendwo. Modul. Guck mal, ich starte auf Sport. Aber guck mal, wie geil es sich anhört. Ja, das ist jetzt kein echter Sound, aber hört sich echt an, so von Dinger, ne? Ja, was kann man noch zum Wagen sagen, liebe Freunde? Interieur, schaut euch das mal an. Man hat hier Interieur Lights. Die kommen natürlich nice zur Geltung, wenn es dunkel ist, ne? Man kann die Farben umswitchen auf Orange, auf Weiß und auf Blau. Ich fühle natürlich Blau. Das ist geil. Also mein 1 ist zum Beispiel 2018 Baujahr und hat so solche Faxen noch nicht. Der 5er und der 7er, die haben das auf jeden Fall schon. Möchte ich bei mir auf jeden Fall nachrüsten lassen. Das ist geil, dass der das schon hat. Ich weiß nicht, was der E8 jetzt für ein Baujahr ist. Aber ist schon geil. Obwohl es auch noch bei BMW nicht so viele Farben gibt wie bei Mercedes oder so. Bei Audi und BMW gibt es da immer nur 3-4 Farben zur Auswahl. Naja. Blau am meisten. Ich finde, Blau sieht am knackigsten aus an dieser Stelle. Da müssen wir einmal einen Step auf die Autobahn machen. So ein Ding wird das, glaube ich. Mega unterschätzter Wagen. Also, es gibt Leute, die denken, der hat nichts drauf. Der Wagen behindert heftig, Digga. Der Wagen ist behindert. Und Leute, ihr müsst euch mal vorstellen, der verbraucht gar nichts. Dafür, dass er so viel Power hat, verbraucht er... Rundrechteckig und oval, hochniedrig oder ebenerdig. Fighter Family Fit auf bergtoys.com. Gar nichts. Ich fahre den ganz normal, Freunde. Okay, manchmal gebe ich ein bisschen mehr Gas. Ganz normal. Verbrauch etwa 9 Liter. Das ist sehr wenig. Der S63, der verbraucht. Leute, schneidet euch an. Ihr müsst euch erstmal anschneiden. Der verbraucht 24 Liter, okay? Also, das ist hart für jemanden, der sagt: Digga, ich will einen kleinen Brecherwagen, der nicht so teuer ist wie das Gefährt vor uns hier. Also vor. Digga, 9 Liter ist schon geil. Also ohne Spaß, muss ich echt schon zugeben. Ich weiß ja, der S63 wie ein C63, die schlucken einiges. Ich meine, die haben auch 4 Liter Biturbo. Meine hat 3 Liter Single Turbo. Dementsprechend meine schluckt auch, aber 12 Liter auf jeden Fall. Achso, der E8 ist schon geil, Alter. Bei uns haben wir gerade auch einen S-Coupé. Aber viel zu teuer, also keine Frage. Ich will gar nicht wissen, was der gekostet hat. Okay, nein. Achso, da steht es ja 100.000. Heilige Scheiße. S-Coupé ist an sich, als Gebrauchtwagen, mit gleicher Ausstattung etc. pipapo, teurer als der hier, würde ich sogar sagen. Wenn nicht gleich teuer. Das ist Joint, glaube ich. Ehrlich? Ja, glaube schon. Ey, das ist ein Kollege von mir. Ohne Witz. Ihr wisst ja, meine Jungs, die fahren immer die brutalsten Autos. Warte. Bruder, wir sind gerade Videodreh. Videodreh gerade, aber nicht Musikvideo, sondern normal, auf entspannt. Nee, machen wir. Aber das ist gerade so auf Vorstellungsbasis. So, liebe Freunde, das war mein Bro Joint, Digga. Das war sogar der Kollege. Uiuiui, Digga, die sind ja ganz aggressiv unterwegs. Das war der Kollege, der sogar den S63 mit meinem Bruder zusammen abgeholt hat. Ja, was für ein Schicksal, ne? Erstmal muss ich eine Sache klarstellen, liebe Freunde. Bevor jetzt irgendwelche Leute sagen, hey, hier, YouTube meine dies, das, kalala, kann ich erstmal sagen, muss ich leider alle enttäuschen, Digga. Mit YouTube kannst du Geld verdienen. Sogar gut Geld, wenn du das gut machst, gerade mit meiner Reichweite. Aber auch nicht so viel, dass du dir ernst 6-7 Autos leisten kannst. Daneben nochmal 1-2 Häuser kaufen kannst. Daneben nochmal eine halbe Million da investieren kannst. Und nochmal, keine Ahnung, 300.000 da.
kannst du nicht. Ne? Und Insider und Leute, die mich lange kennen, Freunde wissen ja, dass ich ja nicht nur YouTube mache, sondern auch nochmal 6 weitere ernste Unternehmen führe. Ne? Und das hat schon echt viel auf sich, aber Gott sei Dank, es hat sich gelohnt. Ich bin halt ein Hustler. Ich könnte rein theoretisch auch direkt in Rente gehen, auf Michael Schumacher-Style, aber ich bin halt einfach ein Hustler. Wisst ihr, was ich meine? Pipapo nennt mir einen YouTuber, der ernst 6-7 Autos hat. Gibt's gar nicht. Ich bin original der Einzige. Aber ich bin auch kein YouTuber. Ich nehme original einmal in 3 Tagen eine Stunde auf. Und das war's aber auch schon. Ich bin einfach ein Tijarist. Deswegen heißt mein nächster Song auch Tijara. Wie im Musikvideo wurde auch aufgenommen, das wird ein behindertes Musikvideo. Song Choc Güzel, Freunde. Dazu gibt es noch weitere Infos. Erstmal machen wir einen Cut, Digga. Und dann sehen wir uns hier auf der Autobahn. Let's go, da Hase. So, Freunde, kleiner Autobahntest. Ich habe noch nicht Gas gegeben, alles ruhig. Okay, bleib entspannt, Digga. So. 3, 2, 1. Ich muss mal hier kurz einen Cut machen. Ist schon überlustig, der Sound. Also ist ja so ein Soundmodul oder so ein Generator, der das halt über die Lautsprecher abspielen lässt. Ist schon lustig, dieses. Scheiße. Sogar von 200 auf 300, ist sogar seine Spezialität, aber so für Stadt, Schockgüsel. Also Leute, das war das Video zum neuen i8 von ApoRed. Geiles Auto, auf jeden Fall feiere ich mehr als den S63, weil der S63 und der C63 sind so ausgelutschte AMGs. Ihr wisst selber, was ich meine, durch das VIP-Leasing gönnt sich das auch jeder und ja. Also ich gönn's ihm auf jeden Fall. Geile Autos, die der geholt hat. Der i8 ist auch geil. Ich fahre auch einen BMW, ich feiere BMW. Und ja, in diesem Sinne, folgt mir auf Instagram, abonniert meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace.